verkaufe ich heute in jedem FIFA. Zum ersten Mal gab es ihn in FIFA 16. Den finalen Kauf gibt es dann natürlich in FIFA 23. Mit welchem Verein ich ihn aber jeweils kaufe, das bestimmt immer der entsprechende FIFA-Teil. Mal sehen, wo Kylian Mbappé am Ende dieses Videos also landet. Und damit Servus oder so und willkommen in FIFA 16, denn da ist Kylian Mbappé zum allerersten Mal in einem FIFA-Teil aufgetaucht. Hieß damals auch noch Kylian Mbappé Lothar im Spiel. Um genau zu sein, ist er zum allerersten Mal am 24. Dezember 2015 ins Spiel reingepatcht worden. War also ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk von EA. Mit den Stats hier übrigens. Nur leider sind in FIFA 16 die Server abgeschaltet, weshalb ich mir leider keine Kader-Updates herunterladen kann. Und scheinbar habe ich die Kader irgendwann mal zurückgesetzt, weil ich Mbappé hier leider nicht finde. Aber zum Glück, lasst ihr einen Daumen da auf dem Video. Nee, eigentlich meine ich, dass ich natürlich noch alte gesperrte Spielstände habe. Und vor allem diesen Spielstand hier mit QPR habe ich einfach kaum gezockt. Da sind wir noch im Oktober 2015. Und hier ist Kylian Mbappé zum Glück mit im Spiel drin. Er ist hier auf der Leihliste. Ich werde aber natürlich versuchen, ihn zu kaufen. Dafür müssen wir aber erstmal seinen Marktwert herausfinden, der hier wahrscheinlich nicht so sonderlich groß ist. Und so eine Anfrage sollte da ja eigentlich helfen, damit wir da möglichst schnell Bescheid wissen. Unsere Finanzen sind jetzt nicht so grandios. Ja gut, so 8, 9 Millionen können wir auf alle Fälle hinlegen für den guten Kylian. Das ist er ja auch auf alle Fälle wert. Aber man kann den hier gar nicht holen, weil der natürlich erst seit kurzem für den Verein AS Monaco tätig ist. Aber scheinbar kann man hier außerhalb der Transferphase sowieso keine Angebote machen. Und deshalb simulieren wir jetzt direkt erstmal weiter bis in Januar 2016. Denn jetzt hat das Transferfenster wieder geöffnet. Ja, und jetzt kann man Vereine endlich kontaktieren. Bedeutet, theoretisch könnte ich Kylian Mbappé ausleihen. Ich will ihn aber eigentlich kaufen. Und ich kann ein Angebot machen, aber das wird sowieso nicht klappen. Der verdient bei Monaco gerade 3000 Euro in der Woche. Ein absoluter Witz im Vergleich zu dem, was er mit bei PSG bekommt. Aber gut, hier hat er auch noch eine 63er Gesamtstärke. Ja, und ich muss ihn jetzt doch ausleihen. Er bekommt ja auch die maximale Torprämie, 20%. Künftige Ablösesumme. Machen wir da auch mal richtig viel rein. 5 Millionen und Leihdauer ein Jahr. Der Vorstand wird nicht gestatten, dass sie so viel für diesen Spieler anbieten. Ja, okay, dann machen wir halt nur 1 Million künftige Ablösesumme. Das funktioniert. Jetzt muss nur noch Monaco zustimmen. Aber die nehmen nicht an, weil sie die Kaufoption ablehnen. Ich probiere es jetzt aber nochmal. Vielleicht geht es ja doch irgendwie. 2 Millionen kann ich, glaube ich, nicht bieten. Genau, weil das will der Vorstand wieder nicht. Was ist denn so das Maximale, was ich da an Geld zahlen kann? 1,5 Millionen? Funktioniert das? Ja. Mal schauen, ob ein bisschen mehr Geld Monacos Einstellung ändern kann. Aber nein, leider nicht. Dann machen wir halt eine normale Leihe draus. Zum Glück wird es in den nächsten FIFA-Teilen alles so viel einfacher. Und ihr habt es ja gesehen, gerade wurde der Deal bestätigt. Ich habe also zum allerersten Mal Kylian Mbappé verpflichtet. Dieses Mal kam er zu QPR. Und wir werden jetzt natürlich seine restliche halbe Saison hier im Verein simulieren. Schauen, wie viele Einsätze so er bekommt. Das letzte Saisonspiel gegen Nottingham Forest werde ich sogar selbst zocken, damit wir uns den Jungen jetzt auch nochmal in-game anschauen können. Er ist auf alle Fälle hochgegangen, bis auf eine 65. Wurde trotzdem aber halt genau 0 Mal eingesetzt. Da war die Konkurrenz aus seiner Position wohl zu groß. Und der automatische Trainer hat echt überhaupt nicht gecheckt, was er da für ein Juwel vor sich hat. Und so sah der damals noch in-game aus. Das hat ja wirklich gar nichts mit Mbappé zu tun. Aber von hinten seht ihr, es ist der richtige Spieler. Die Nummer 22, Mbappé Lothar. Mal schauen, ob er sich zumindest halbwegs so spielt wie Mbappé. In den Stats hat man gesehen, er war damals auch schon halbwegs schnell. Aber natürlich nicht bei weitem so schnell wie heute. Wird da auch erstmal komplett aus den Socken gegrätscht. Hier ist er wieder, Kylian Mbappé. Mit seinem Tor. Let's go. Schießt QPR hier immerhin zum 1:1 unentschieden. Und damit zum Meistertitel in der zweiten englischen Liga. Und eigentlich hatte ich ja jetzt vor, in die neue Saison rein zu simulieren. Mbappé dann auf die Transferliste zu setzen. Um zu schauen, wer ein Angebot für ihn macht. Und ihn dann mit dem Verein im nächsten FIFA-Teil kaufen. Aber das geht jetzt hier nicht, weil er hier ja nur ausgeliehen ist. Deshalb gehen wir auch in FIFA 17 mit QPR in die Karriere rein. Und kaufen Kylian Mbappé dieses Mal aber wirklich. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, dass wir ihn quasi doch mit einer Kaufoption ausgeliehen haben. Um die jetzt zu ziehen, hier sieht man schon, er ist mittlerweile ein aufregender Mann für die Zukunft. Und die Preisvorstellung von Monaco liegt im Bereich von 5,5 Millionen. Was wir uns nicht ganz leisten können, deswegen fange ich jetzt einfach mal mit 5 an. Und das akzeptiert Monaco auch sofort. 4 Jahre Vertrag will er haben hier in der zweiten englischen Liga. Aber vielleicht steigen wir ja auch auf mit Mbappé. Okay, der möchte die Rolle noch wissen. Da habe ich ihm einfach die
Wichtigste gegeben, die es überhaupt gibt. Und jetzt nehmen wir das Ganze an. Und schon ist der Spieler auf dem Weg. Hier steht noch irgendwas von medizinischen Tests. Aber natürlich besteht Kylian Mbappé die. Und da ist er mit einer 71, mittlerweile 82 Antritt, 81 Sprintgeschwindigkeit. Er ist immer noch ein linker Flügel. Also würde ich sagen, dass wir mal mindestens hier die Position jetzt anpassen. Und da Kylian Mbappé natürlich aufstellen. Schlussendlich bleibt es aber dann wieder einem automatischen Trainer überlassen, wie viele Einsätze er bekommt. Dieses Mal spielen wir jetzt das erste Saisonspiel. Da können wir dann auch wieder abchecken, wie der Kylian mittlerweile aussieht. Ganz da oben läuft er rum. Wirkt schon ein bisschen anders. Wobei, nee, eigentlich sieht er immer noch genau gleich aus. Immerhin steht nur noch Mbappé hinten auf dem Rücken und nichts mehr von Lothar. Jetzt versuche ich natürlich noch ein Tor mit ihm zu schießen. Aber ich schaffe es einfach nicht. Und das, obwohl ich auf Schwierigkeit Profi gezockt habe. Also Mbappé muss unbedingt noch besser werden. Aber dafür hat er ja jetzt im Laufe dieser Saison genügend Zeit. Und ich bin schon sehr gespannt, wie krass der sich damals in FIFA 17 entwickelt hat. Aber finden wir es gemeinsam heraus. QPR wurde gerade mal 13. Und das in der zweiten englischen Liga. Und Mbappé hat eine 74 mittlerweile. Kommt aber trotzdem nur auf 4 Einsätze in der Liga. 6 Einsätze insgesamt. Also er muss hier in der neuen Saison jetzt halt auch wirklich wechseln. Das ist das Beste für seine Karriere. Er zeigt nur noch großes Potenzial. Ab auf die Transferliste mit dir. Und jetzt schauen wir mal, wer ihn haben will. Wir haben Transferangebote für folgende Spieler erhalten. Kylian Mbappé, Lothar und Sandro. Wer möchte Kylian Mbappé verpflichten? Das ist der FC Sunderland. Ich klicke mal auf Zögern, vielleicht kommt ja noch ein anderes Angebot rein. Ja, denn am 6.8. meldet sich Newcastle. Die haben damals auch schon Premier League gespielt. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo der Verein heutzutage mittlerweile steht, dann ist das das Angebot, was ich annehmen muss. Und somit starten wir in FIFA 18 eine Newcastle-Karriere. Und unsere erste Aufgabe als neuer Manager ist es natürlich, Kylian Mbappé, mittlerweile 18 Jahre alt, zu verpflichten. Aber ich sehe jetzt schon, dass es nicht geht. Weil der ja schon vom PSG gekauft und dann an Monaco ausgeliehen wurde. Bedeutet, ich kann den jetzt hier einfach überhaupt nicht holen. Aber was ist, wenn ich ihn im Hauptmenü über Vereinstransfers zu Monaco transferiere? Dann steht da, dass er erst kürzlich bei dem Verein untergekommen ist. Ja, und wenn ich ihn direkt fest zu PSG transferiere, dann geht leider auch nichts. Ja, dann kann ich auch gleich eine Karriere mit PSG starten. Leider kann ich jetzt hier seine Kaufoption nicht ziehen, so wie das PSG damals im Real Life getan hat. Aber immerhin habe ich ihn jetzt direkt im Kader. Und das ist schon krass, was er für einen Sprung gemacht hat. Von FIFA 17 zu FIFA 18. Er hat jetzt eine 84 auf einmal. 92 Antritt, 93 Sprintgeschwindigkeit. Der wird sich in-game gegen Monaco jetzt dann gleich einfach ganz anders steuern lassen. Und ja, ausgerechnet gegen Monaco. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie Mbappé jetzt aussehen wird. Da haben wir ihn. Und das ist doch jetzt zum ersten Mal ein richtiger Kylian Mbappé. Oh, und wieder ab geht. Der ist so schnell, so dribbelstark. Und nimmt hier jetzt mal eben Monaco auseinander. 1-0, 6. Minute, Kylian Mbappé. Hier hat er aber noch keinen eigenen Jubel drin. Das kam ja dann auch noch später dazu. PSG hat das Finale gerade mit 2-0 gewonnen. Und damit können wir jetzt auch schon wieder ans Ende dieser Saison simulieren. Dieses Mal werde ich dann aber nicht mehr in die nächste Saison rein simulieren, weil ja immer noch der Newcastle-Transfer aussteht. Die Teamzentrale sieht hier jetzt ganz anders aus. Und Kylian Mbappé hat eine 86, kommt auf 49 Einsätze, 21 Tore, 6 Vorlagen. Das ist doch schon eher eine Mbappé-Leistung. In der Liga wird PSG aber einfach nur Dritter. Monaco hat 2 Punkte mehr und Lyon sogar 7. Immerhin, der Pokal wurde gewonnen. Ach, und das hier war die Champions League damals. Finale Hoffenheim-Valencia. Und PSG ist Gruppenletzter geworden. Also auch da würde ich sagen, Mbappé kann nicht hier bleiben. Aber ob es jetzt halt bei Newcastle in FIFA 19 so viel besser wird, ist auch eher fraglich. Wobei es jetzt halt auch gut sein kann, dass man ihn sowieso wieder nicht kaufen kann, weil er war ja ausgeliehen und wurde jetzt quasi fest verpflichtet von PSG. Ist eigentlich also nicht mehr neu im Verein. Aber bei FIFA ist er natürlich trotzdem erst kürzlich bei dem Verein untergekommen. Ja komm, dann simuliere ich jetzt einfach direkt eine Saison weiter. Das wollte ich eigentlich nicht machen, weil es jetzt von den Jahreszahlen nicht mehr perfekt passt. Und Newcastle ist übrigens in der letzten Saison als Vorvorletzter in die zweite Liga abgestiegen. Bedeutet, ich muss Mbappé jetzt wirklich in die zweite Liga kaufen, wenn das finanziell halt überhaupt möglich ist. Denn unser Budget liegt nur bei 62 Millionen. Wir können natürlich schauen, wer so die wertvollsten Spieler hier sind. Boah, vor allem Almiron bringt halt richtig krass was ein. Ich setze hier auch noch die anderen paar Spieler mit 10 plus Millionen Euro Marktwert auf die Transferliste. Und dann sollte es schon hoffentlich möglich sein, Mbappé zu Newcastle zu holen.
Ich habe jetzt mittlerweile alle Spieler verkauft, außer Almiron. Aber ich probiere es jetzt trotzdem mal. Mit 110 Millionen bei Kylian Mbappé. Hier gab es jetzt auch zum allerersten Mal die Cutscenes. Wobei könnte auch sein, dass es die schon im letzten FIFA-Teil gab. Aber ich glaube nicht. 158 Millionen. Am Ende einigen wir uns auf 132. Und das ist dann zum Glück machbar für uns. Herzlich willkommen, Kylian Mbappé bei Newcastle. Hier sehen wir jetzt auch schon sein Player-Model. Der ist hier mittlerweile natürlich eine absolute Maschine. Man kann hier jetzt an der Seite von Almiron spielen. Ein Tor müssen wir natürlich auch noch mit ihm schießen. Nehmen wir einfach das nächste Saisonspiel gegen Brighton. Passt da sowieso perfekt. Das heißt, hier treffen zwei Premier League Top-Teams aufeinander. Zumindest in der Realität sind sie das mittlerweile. Mbappé muss ja halt jetzt eigentlich so richtig auseinanderschrauben, aber gut. Den hätte ich wahrscheinlich auch noch im Tor untergebracht. Und da ist er zum allerersten Mal sein eigener Jubel. Hatte ich nicht gedacht, dass es schon in FIFA 19 soweit war. Komm, das will ich auch noch ein zweites Mal sehen. Kylian Mbappé gegen alle. Der war nicht mal grün. Geht trotzdem rein. Mittlerweile ist er schon so ein kleiner FIFA-Cheatcode hier. Führt uns zum 2:0-Sieg gegen Brighton. Und dann hoffentlich auch gleich zum Aufstieg zurück in die Premier League. Wobei ich natürlich auch viele gute Spieler für ihn verkaufen musste. Man sieht schon, wir sind in den Playoffs gelandet mit Newcastle. Mbappé hat eine 92. Ist natürlich der beste Torschütze der Mannschaft mit 29 Buden. Dazu 7 Vorlagen. Ja, und wenn wir jetzt gegen Aston Villa gewinnen, dann steigt Newcastle hier noch auf. Das werde ich jetzt aber natürlich simulieren. Damals noch die alte Simulation. Ich drücke auf Überspringen und dank Mbappé schießt 2 Tore, steigt Newcastle wirklich auf. Das heißt, ich simuliere jetzt quasi in die Premier League rein. Und spätestens jetzt erwarte ich aber auch, dass sich die absoluten Top-Clubs um Kylian Mbappé bemühen. Ich setze den Jungen also auf die Transferliste. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Da kann wirklich alles kommen. Und ich glaube, ich werde jetzt in Zukunft auch einfach immer aufs allererste Angebot gehen. Außer es ist wirklich kompletter Mist. Und das ist dieses Angebot definitiv nicht. Real Madrid meldet sich und möchte Kylian Mbappé kaufen. Das heißt, let's go rein in FIFA 20 und ab in eine Real Madrid-Karriere. Das Gute ist, dass wir hier jetzt auch wirklich keinerlei finanzielle Probleme haben und somit Mbappé direkt verpflichten können. Jetzt ist er auch nicht mehr neu in seinem Verein, dieser Hintergrund, ne? Den gibt es doch mittlerweile gar nicht mehr, oder? Den haben die irgendwie rausgenommen. 173 Millionen wollen die für Kylian Mbappé, aber gut. Warum da großartig rumverhandeln? Ich will den Jungen doch einfach nur so schnell wie es geht hier bei Real Madrid haben. Willkommen, Kylian. Und in der Realität hält sich das Gerücht ja auch ganz stark, dass Mbappé irgendwann unbedingt noch zu Real will. Und hier haben wir ihm den Traum jetzt schon erfüllt. Ich stelle ihn jetzt mal auf den linken Flügel. Ich finde, das passt noch ein bisschen besser, auch wenn Hazard hier eine 91 hat. Aber wir alle wissen ja, was mit dem passiert ist. Und hier spiele ich jetzt, glaube ich, auch erst wieder ein Spiel am Ende der Saison, weil theoretisch könnte es ja das Champions League-Finale sein. Ist definitiv möglich, dass wir das mit Real Madrid erreichen. Real ist auf alle Fälle noch mit drin in dem Wettbewerb, weil man hat hier damals im Kalender leider noch keine Ergebnisse gesehen, außer man geht darauf 2:0-Sieg gegen Liverpool im Hinspiel. Das sieht ja verdammt gut aus. Nee, aber dann verdient das Rückspiel ernsthaft noch mit 3:0. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also kein Champions League-Finale, stattdessen das letzte La Liga-Spiel, in dem es aber noch ultimativ um die Meisterschaft geht. Denn Real Madrid und Barcelona sind punktgleich, jeweils 100 Punkte und es kommt voll und ganz aufs Torverhältnis drauf an. Das setzt sich jetzt die Schwierigkeit auch noch mal hoch auf Profi, sagen wir mal. Und dann versuche ich jetzt hier am besten direkt 100 Tore zu schießen, damit Mbappé zumindest noch die Meisterschaft holt. Der erste Schuss von ihm landet am Pfosten, der zweite ist dann aber drin. Und genauso mache ich jetzt ohne Unterbrechung weiter. Und somit endet das Spiel hier mit 6:0. Mbappé holt sich den Ball ab. Und Real Madrid wird trotzdem nur Zweiter, auch wenn die Tordifferenz jetzt besser ist. Aber ich glaube, in der Liga zählt der direkte Vergleich. Und den hat hier scheinbar der FC Barcelona gewonnen. Ist das bitter. Aber vielleicht bieten ja genau die jetzt für Kylian Mbappé. Denn er wandert natürlich wieder auf die Transferliste. Er hat sogar einen Wechsel gefordert. Da muss ich ihn selbst nicht auf die Transferliste setzen. Er sagt, das liegt an der mangelnden Spielzeit. Und jetzt kommen einfach 2 Angebote auf einmal rein. PSG meldet sich am 9.7., aber Piemonte Calcio, aka Juventus, Turin war ein Tag früher dran, 8.7. Und damit willkommen in einer FIFA 21 Piemonte Calcio Karriere. Und jetzt dann gleich
gleich hoffentlich Ronaldo zusammen mit Kylian Mbappé stürmen darf? Das ist alles eine Frage der Finanzierung. Denn wir müssen wahrscheinlich so 200 Millionen Minimum bezahlen und Juve hat nur 103 Millionen Euro zur Verfügung. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder irgendjemanden verkaufen. Es wird aber auf keinen Fall Cristiano Ronaldo treffen. Das reicht wahrscheinlich schon, wenn ich einfach der Licht abgebe. Komm, aber ich pack die Baller auch noch auf die Transferliste. Und Barca zahlt noch richtig viel Geld für ihn. Und trotzdem wäre es fast noch knapp geworden. Ich habe aber auch De Ligt nicht verkauft. Der bleibt hier, damit Mbappé noch bessere Mitspieler hat. Und das ist jetzt natürlich wirklich ein ultimativ geiler Sturm. CR7 zusammen mit Kylian Mbappé. Vielleicht darf ich dann ja dieses Mal Champions League Finale selbst spielen. Ja, leider nein. Ihr seht es hier schon. Nirgends was von Champions League. Aber in der Liga sind wir Erster. 82 Punkte. Sehr, sehr gut. In der CL sind wir leider gegen Bayern rausgeflogen. Das heißt, ich mache wieder den Standard-Move. Wir gehen rein ins letzte Spiel gegen die Fiorentina. Eigentlich will ich eh nur ein weiteres Tor mit Kylian Mbappé schießen, damit ich auch das in jedem FIFA-Teil erledigt habe. Er hat auch so schon jetzt 19 Buden, 3 Vorlagen. Das ist gar nicht so krass. Da hat ihm Ronaldo definitiv den Rang abgelaufen. Ist ja auch sein großes Vorbild. Der darf ihm hier jetzt gerne noch eine Bude auflegen. Kylian Mbappé komplett alleine durch. Kylian Mbappé nutzt diese Chance natürlich. Die Nummer 10, immer noch der gleiche Jubel. Aber das ist jetzt natürlich schon ein perfekter Handschlag mit Ronaldo. Und hier kann ich dann mittlerweile auch endlich einfach zum Endergebnis springen. Es geht 3:0 aus, weil Ronaldo noch zweimal trifft. Ich meine, die Saison war sowieso schon entschieden. Und jetzt geht es gleich auch mittlerweile schon um den vorletzten Wechsel von Mbappé. Für welchen Verein wird er in FIFA 22 spielen? Das finden wir gleich gemeinsam heraus. Und da sind auch schon wieder zwei Angebote. Ich meine, leisten können ihn sich sowieso nur die Top-Clubs. Einer davon ist Tottenham, aber die waren wieder einen Tag später dran als Manchester United. Es geht also zurück in die Premier League zu einem ziemlich reichen Club. 190 Millionen. Nur ist Mbappé hier mittlerweile halt komplett krass und hat einen Marktwert von 194 Mille. Also da muss ich auf jeden Fall erstmal wieder jemanden verkaufen. Auch krass, dass Mbappé jetzt schon wieder mit Ronaldo zusammenspielt. Und den werde ich auch definitiv wieder nicht verkaufen. Das heißt, wir müssen dann auf ein Zwei-Stürmer-System umstellen. Ist die Frage, vielleicht brauche ich da Bruno Fernandes dann nicht mehr? Na, am besten wäre es halt schon, wenn er immer noch mitspielen würde. Halt dann einfach als zentraler Mittelfeldspieler. Dann verkaufe ich halt einfach Fred, Dalot, McTominay und Harry Maguire. Das sollte dann finanziell auch reichen. Da kommt schon auch einiges zusammen, womit man sich Mbappé easy leisten kann. Auch wenn PSG mittlerweile 290 Millionen für ihn verlangt. Er ist natürlich gesetzt da vorne drin jetzt zusammen mit CR7. Ich meine, schaut euch die Stats mittlerweile an. Und ich gebe die Hoffnung weiterhin nicht auf. Vielleicht klappt es ja jetzt mit dem Champions League Finale. Nee, natürlich keine Champions League. Inter war zu stark. Immerhin gibt es hier beim Pokalfinale, denke ich mal. Gegen Manchester City im FA Cup. Let's go. Da kann sich Kylian Mbappé also mal wieder so richtig beweisen. Im Manchester Derby. Er legt den auf Sancho rüber. Aber ich will jetzt auch noch ein Tor von Mbappé selbst sehen. Da ist er allein vorm Keeper. Braucht den Nachschuss, aber verwandelt den dann. Somit kann ich jetzt entspannt zum Endergebnis springen. Und Manchester United braucht halt ernsthaft noch das Elfmeterschießen. Also ohne den Vorsprung wäre wirklich gar nichts gegangen. Am Ende müsste man aber noch dazu Premier League Sieger sein. Genauso ist es. 83 Punkte. Mbappé gewinnt endlich mal ordentlich was. Und der Champions League Titel, der fehlt ihm immer noch. Aber gut, der fehlt ihm ja auch im Real Life. Ist er der beste Torschütze dieses Mal? Nein. Ja doch, ist er. Er hat genauso viele Tore wie Ronaldo. Und er hat mehr Vorlagen. 23 Jahre, 93er Gesamtstärke. Und jetzt geht es tatsächlich auch schon um seinen letzten Wechsel. Was wird der letzte Verein von Kylian Mbappé in diesem Video? Er geht auf die Transferliste. Er hat einen Marktwert von 218,5 Millionen. Also, dass sich den überhaupt jemand leisten kann. Ist ja schon fast ein Wunder. Ausgerechnet Man City. Boah, das tut natürlich jetzt schon so ein bisschen weh. Von Manchester United zu Manchester City. Aber dadurch hat er jetzt wahrscheinlich die größten Chancen, doch noch einen Champions League Titel zu gewinnen. Denn Man City wird jetzt dann einfach mit dem Duo Haaland und Mbappé da vorne drin auflaufen. Und vor allem kann sich City den Kieler halt auch mal so eben leisten. Das ist echt nicht mit vielen Clubs so entspannt möglich. Und hier in FIFA 23 haben wir jetzt natürlich noch die zusätzlichen Animationen am Start. Das hat auch mit so das Geile am Video, dass man so ein bisschen die Entwicklung des Karrieremodus mitbekommt. Ich meine, um ehrlich zu sein, waren da auch so ein paar Teile dabei, wo sich kaum was entwickelt hat. Aber es gibt halt trotzdem immer so kleine Unterschiede. Und in FIFA 23
23 ist der größte Unterschied wahrscheinlich einfach diese Animationen hier, die es bei einem Transfer gibt. Und die sehen schon nicht schlecht aus, das muss man wirklich sagen. Nur den Teile danach, den finde ich, bräuchte das nicht unbedingt. Vor allem die Transferbewertung jetzt. Aber gut, gibt eine C, juckt keine Sau. Entscheidend ist, dass ich Alvarez jetzt durch Kylian Mbappé tauschen kann. Und dadurch ist der ultimative Sturm da vorne drin perfekt. Man sieht ja, wie krass Manchester City im Real Life unterwegs ist. Von denen muss man das Erreichen des Champions League-Finals doch eigentlich schon ganz safe erwarten. Ich hatte mir sogar schon einen Tanz überlegt, für wenn es klappt mit dem Champions League-Finale. Aber natürlich scheiden wir gegen Atletico im Elfmeterschießen aus. Das heißt, ich kann jetzt maximal wieder einen Pokal gewinnen. Mit Mbappé, komm, dann zocke ich einfach gegen Chelsea. Eigentlich will ich ja eh nur schnell ein Tor mit Mbappé schießen und dann passt es auch schon wieder. Und es hat nicht lang gedauert. In der 7. Minute ist es soweit. Mbappé und Haaland, das ultimative Duo. Den Jubel habe ich einfach noch nie gesehen. Also spätestens jetzt hat es sich gelohnt. Ich springe zum Endergebnis. 1:0-Sieg. Perfekt. Ich habe halt nur Angst, dass wir jetzt zum Ende raus noch rausgeworfen werden. Ihr seht es ja links oben. Das Manager-Rating ist nicht gerade fantastisch. Aber wir dürfen im Amt bleiben. Wahrscheinlich, weil wir die Premier League gewonnen haben. Jawohl. Manchester City gewinnt mit 84 Punkten die Premier League. Holt den FA Community Shield, den FA Cup. Ist echt krass, ne? Dass dann trotzdem das Manager-Rating so schlecht ist. Einfach nur, weil wir die Champions League nicht gewonnen haben. Mbappé in dieser Saison Top-Torschütze mit 41 Buden, also öfter getroffen als Haaland. Das ist eine Leistung, dazu 22 Vorlagen. Das heißt, er kommt auf 63 Torbeteiligungen in 61 Spielen. Für FIFA-Verhältnisse ist das komplett krass. Und ja, ich weiß, FIFA 24 ist noch nicht draußen. Und trotzdem möchte ich jetzt schon herausfinden, was hier der nächste Club für Kylian Mbappé wäre. In der Zwischenzeit lasst ihr noch einen Daumen da auf dem Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, Inter Mailand bietet. Ist untermarktet, aber egal. Damit kehre ich mich für heute raus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bonny. Und somit habe ich Kylian Mbappé halt wirklich in jedem einzelnen FIFA-Teil gekauft. Gut, am Anfang vielleicht teilweise mal mehr, mal weniger. Da kann man auch noch keine Verhandlungswerte einfach auf locker stellen und den Spieler dann trotzdem kaufen. Wer jetzt sehen möchte, wie ich in einer Karriere die Conference League, Europa League und Champions League gewinne, der checkt hier meine Köln Sprint to Glory aus. Jetzt unbedingt draufklicken, weil sonst ist das Video vorbei.